Wenn man nur Helseburger googelt, kommt, du bist die böseste Schweizerin. Die anderen sind halt noch viel netter. Weil du zynisch bist vielleicht. Das habe ja nicht ich selber erfunden. Hat die Presse was mal über euch gesagt, wo ihr dachtet, das stimmt nicht? Ja, wir sind Fettschämen, scheiß Arschlöcher. Echt, seid ihr? Wie ist denn das? Ist dann Netflix auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben Bock auf dich, oder hast du die angeflirtet? Die haben gesagt, ich habe dich gesehen bei Worldwide Wohnzimmer. Ja. Kurze Momente, wo es mir zu viel wird, gerade, also zwischenmenschlich auch, wo ich mich dann auch frage, was mache ich hier, wo ich mich ein bisschen ekle vor der menschlichen Existenz. Aber ich fände es geil, wenn ich gegen euch in der Kategorie beste Zwillinge, also meine Brüste gegen euch gewinne. Das wäre ein Traum, so würde ich gerne verlieren. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem unglaublich weihnachtlichen, viralen Hit hier im Dezember. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du hast den schönsten Pullover an, den ich jemals gesehen habe. Ja, hallo. Unsere heutige Gästin hat uns versprochen, dass ihre Fruchtblase live in unserem Wohnzimmer platzen wird. Macht einen richtig fetten Applaus für Helseburger! Dankeschön. Mach's dir bequem. Du bist schwanger und du weißt, wer der Vater ist. So viel Glück haben nicht viele Menschen auf dieser Welt. Ja. Eigentlich alle, die mit euch ein Kind zeugen, haben nicht dieses Glück. Wann erwartest du die ersten Presswehen? Also wie lange dauert dieses Segment? 18 bis 21 Minuten. Ja, ich denke so 3 Minuten vor Ende. Mhm. Gibt es einen großen Knall, wenn die Ja, man hört ein Zischen, habe ich gehört. Man hört so. Ja. Also es klingt so, wie wenn man selber Essiggurken einlegt und dann übergärt es so. Dann so klingt es. Ja, dann platzt der Deckel und dann stinkt es auch erst. Ist das so? Kann man das nicht trinken, das Fruchtwasser? Das kann man auf jeden Fall. Das trinkt das Baby doch auch, das sind pure Vitamine. Bisschen Gin. Ja. Bisschen Gin rein. Hast du eine kleine Orangenzeste drüber. Fertig. Wie ist denn das, was ist das für ein Gefühl, schwanger zu sein? Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ist das so, als wenn man vollgefressen ist? Genau, es ist, als wäre es vollgefressen, aber... Aber das Essen tritt noch nach. Ja, als hättest du halt ein rohes Essen gegessen. Ja, also das heißt, man spürt schon, dass da was ist. Ja, ja, ja. Also es ist auch am Anfang ganz schön. Man denkt so, ach, schön, es lebt. Und dann, ja. Aber ist dann wirklich so oft schlecht und man muss kotzen und so? Man hat irgendwie Sodbrennen. Also man muss das ein bisschen... Man kann es wirklich unterteilen ins erste, zweite und dritte Drittel. Und im ersten ist einem schlecht. Im zweiten ist alles cool und im dritten hat man Sodbrennen. Ja. Aber bei Zwillingen ist es noch mal schlimmer. Ja, da brennt alles, nicht nur der Hals. Da brennt das Konto. Insider wissen ja, ich bin eine Zangengeburt. Das sieht man auch ein bisschen an deinem Kopf länger ist, ne? Ja, ein bisschen auch so gezwickt siehst du aus. Danke. Aber im Guten. Ein bisschen wie der Erdnuss, ne? In der Mitte so ein bisschen eingedrückt. Du brauchst noch so ein Monokel. Und wie gesagt, dein Baby kommt ja bald. Und was bekommen Babys? Ganz viele Geschenke. Und ich habe mir überlegt, ich suche mal 3 lustige, unglaublich lustige Babygeschenke raus mit LOL-Garantie. Ja. Und wir gucken uns einfach mal an und du sagst einfach mal, welches Geschenk findest du denn cool? Es sind nur 3, also schauen wir uns das mal an. Babygeschenk Nummer 1. Super. Das finde ich gar nicht schlecht, das finde ich lustig. Gefällt mir absolut. Oder? Trinkst du gerne Wodka? Also nicht jetzt, aber vor deiner Schwangerschaft? Nee, auch nicht. Also Wodka ist ja so wie einfach aufs Gaspedal drücken. Mhm. So. Ich finde es auch völlig überbewertet. Schmeckt ja nach nichts. Was, hast du es selber gestaltet oder gibt's das? Nee, das gibt's zu kaufen, wirklich. Ah, wirklich? Ja. Achso. Also findest du gut, Daumen hoch. Nee, also finde ich einfach... asozial einfach. Oder? Ja, Wodka ist halt so wie Leute, die nicht gerne Schnaps trinken, die aber trotzdem besoffen werden wollen. Ich finde, es gibt gute Schnäpse, da braucht man keinen Wodka. Es gibt einen schönen Birnenbrand, ja, Birnenhelene. Genau. Ja, genau. Du machst einfach den Wodka-Tampon unter die Achsel, ne? Und dann bist du auch schon besoffen. Ohne ja, aber für das ist es, glaube ich, gut, weil da will man dann nicht noch so einen Pfirsich-Flavor oder so. Kommen wir mal zum zweiten Babygeschenk. Das ist so ein, neckisch. Ja. So ein Volumeregler, Schnuller. So scherzhafte Anspielungen darauf, dass das Kind nervt. Ja. Ist das was für dich, wo du auch sagst, boah, da würde ich zugreifen im Teddy? Oder würdest du sagen, nee? Also wenn das funktioniert, wenn das dann wirklich so ein Sensor auch noch runter in die Stimmbänder und in die Lunge hat, wo das dann ein bisschen lahmgelegt wird für eine Minute, dann würde ich es mir überlegen. Aber als flachen Gag nicht. Nee, ist mir zu flach. Okay, kommen wir schon zum dritten und letzten Geschenk. Mehr habe ich nicht gefunden. Wow. Das ist eine Babyhand. Die ist bestimmt gar nicht so schwer, ne? Ich meine, die Anstrengung ist dem Kind schon ins Gesicht geschrieben. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde, das Baby sollte auch, bevor es den Kopf halten kann, schon ein bisschen Cardio, ein bisschen HIIT. Finde ich gut. M-Rap, was gibt's noch? Keine Ahnung. Butterfly Machine. Power-Yoga. Power-Yoga gibt's auch noch. Das soll richtig mit Kraft an die Muttermilch. Ja. Finde ich gut. Krieg ich einen Applaus für meine Google-Suche? Das war mega gut gemacht. Ich dachte erst, du hast das selber gestaltet, aber du hast einfach gesucht. Aber trotzdem, das ist sehr gut gesucht und auch dann in einen Ordner
gefügt. Es war eigentlich wie ein mittelmäßiger TAF-Beitrag. Es war eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, oberes Drittel. Ja. Es war schon nicht schlecht. Du bist ja gebürtige US-Amerikanerin, habe ich gesehen, auf deiner Homepage oder auf Wikipedia irgendwie eine das Seite. Das ist beides dasselbe. Und was ist deine... In English, talk in English. Yes, we can in English. Yes, sure. What's your amerikanischste Eigenschaft? Ich glaube, ich bin sehr groß. Also ich bin einfach größer als so... Steh mal auf, ich stehe mich auch mal hin. Warte. Mein Hörgerät noch hinten festmachen. Tada! Ja, du bist ein Kopf größer als er. Okay, Amerikaner sind groß? Amerikaner nicht unbedingt, aber halt alles, was aus Amerika kommt, ist größer. Mhm. Und ich bin laut und lecker. Mhm. Und ist es nicht so, dass Amerikaner auch immer alles mit Käse überbacken? Ja. Ja, das ist aber... Sprühkäse gibt es genau, auch. Genau, ja. Hast du das schon mal probiert? Ja. Wie schmeckt das denn? Wie Scheiblettenkäse oder wie was ist das es für ein schmeckt Käse? Wie, wenn jemand schon Scheiblettenkäse gegessen hat und dann so ganz doll lachen muss, dann kommt er so durch die Nase. Und so, hast du denn eine Hebamme, die dich um dich kümmert und dir dann sagt, wie man die Beine breit macht und dann rauspressen kann? Ja, die ist auch schon gekommen, bevor ich das Kind gemacht habe. Um mir zu sagen, jetzt machst du mal so. Die ist dann nicht dabei, glaube ich, wenn das Kind kommt. Ich sage, glaube ich, voll schwer, sich eine Hebamme zu finden, habe ich gehört. Es gibt nicht so viele Hebammen. Ja, Hebammen. Hebammen. Nicht Hebammen. Ja. Hebammen. Amme. Ja, ich glaube schon. Nicht Hebamme. Was soll das denn heißen? Hebamme. Ist das Gegenteil von Skibamme. Dennis kennt nur Skimehl. Beim Suchverlauf. Was hältst du denn von US-Präsident Joe Biden? Ja, ich find's noch interessant, weil er wirklich sehr alt ist. Ja, und total alt. Dann vielleicht ja Kamala Harris einspringt. Also ich glaube, das ist der Plan, glaube ich, oder? Ich sehe es ein bisschen wie so ein Haifisch mit zwei Zahnreihen. Dass wenn die erste Zahnreihe ausfällt, dann zack, kommt eine neue. Aber und der ist ja wirklich schon so alt, dass er schon so langsam ist. Das sind diese alten Leute, die schon so alt sind, dass sie nur solche Bewegungen machen. Die Haut wird schon wie Papier in seinem Gesicht. Dein Papa ist Neutropsychologe und Dennis wird sicherlich nicht wissen, was ein Neutropsychologe macht. Aber du wirst mir sicherlich jetzt sagen. Die Neutropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der klinischen Psychologie und der Neurowissenschaften. Genau, nicht der Neutrowissenschaften. Er ist nämlich ein... Das ist ein anderes Feld. Ganz anders, das ist ein anderes Themenfeld. Das ist ganz was anderes. Im engeren Sinne ist die Neuropsychologie ein Teil der biologischen Psychologie, die sich mit der Variation physiologischer Prozesse, vor allem im zentralen Nervensystem und deren Auswirkungen auf psychische Prozesse beschäftigt. Mhm. So wie diese Sendung sich auch mit den Auswirkungen auf psychische Prozesse beschäftigt. Natürlich. Aber kann man als Kind eines Neutropsychologen eigentlich dumm werden? Ja. Ja? Ist das möglich? Kennt ihr irgendwelche intelligenten Leute, die extrem dumme Kinder bekommen haben? Noch nicht, aber... Aber gibt's sowas? Ich kenne ja nicht von allen dummen Leuten die Eltern. Was ist denn dumm? Ich weiß es nicht. Was ist dumm? Manchmal lernt man ja Leute kennen, wo man denkt... Also wo man jetzt nicht unbedingt denkt, die sind dumm, aber wo man denkt, jetzt wo ich selber eine Schwangerschaft fast bis zum Ende durchlebt habe, denke ich mir, das hat sich nicht gelohnt für diese Person. Mhm. Ja. Wieso hast du nicht deine Comedy-Karriere auf dem Thema aufgebaut? Dass mein Vater Neuropsychologe ist? Es gibt so coole Programmnamen. Hirn lass nach. Ja, das ist sowas. Aber du hast einen USP quasi verschwendet. Den hättest du immer. Total. Aber den kann ich ja dann immer noch rausballern. Wenn Thema Frau, Thema Schweiz, wenn das alles abgehakt ist, dann kommt die große Neuro. Wenn man nur Helseburger googelt, kommt, du bist die böseste Schweizerin des Landes. Die anderen sind halt noch viel netter als Weil du zynisch bist vielleicht. Das habe ja nicht ich selber erfunden. Hat die Presse was mal über euch gesagt, wo ihr dachtet, das stimmt Ja, nicht? Wir sind Fettshaming-Scheiß-Arschlöcher. Echt, seid ihr? Ach. Da waren wir mal. Okay. Wir drei haben was gemeinsam. Zum einen haben wir festgestellt, wir lieben Käse. Ja. Und wir haben den Comedy-Preis gewonnen. Glückwunsch. Wo ist denn dein Preis? Ach super, meiner ist nicht da, tut mir leid. Das ist nämlich normalerweise Benni Schlüsselanhänger. Aber ich habe ihn jetzt mal aufgemacht. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Schlüsselanhänger bei Tankstellentoiletten. Ja, stimmt. Oder ein Flaschenöffner. Bringen Sie mir gleich direkt wieder. Also wenn ihr eine Tanke aufmachen wollt, dann habt ihr jetzt schon die wichtigste Zutat. Wie hoch waren deine Siegechancen? Was hast du dir gedacht als in dem Van, kurz bevor du reingegangen bist? 3%. Ja? Ja, und ihr? 100. Ja? Ja, dann ist ja gut, dass ihr geliefert habt. Sonst wäre da ja rechnerisch irgendwas schiefgegangen. Wir haben auch gedacht, wow, das wird sehr schwer. Und dann haben wir gedacht, wir haben gar keine Chance und am Ende war es da sowas wie, ich will hier nur raus und ging's das hinter mich bringen. Ging es darum, das zu gewinnen oder dass die anderen verlieren? Nee, wir wollen gewinnen. Teils. Oh, ja. Echt? Ah, okay. Also du willst gewinnen. Du wolltest nein, du verlieren sehen? Nein, 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 nein.
Wir waren ja schon mal bei euch im Podcast bei dir und Thomas. Ja, es war mega es cool. War Good Vibes Only heißt der. Und der wird ja fast jeden Tag erfolgreich. Da kommen immer mehr Leute dazu. Wo kommen die ganzen Leute denn her? Du, ich weiß es nicht. Das sind alles. Thomas hat eine große Familie natürlich. Also wenn du ihr aber auch. Ihr könnt, ja, ihr züchtet euch selbst die Patreons ran. Das muss halt nur noch die 4 Euro irgendwie dann refinanzieren, die es dann auch zahlen soll. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, die Leute hören halt mal rein und wenn sie zufrieden sind, bleiben sie dabei und sonst löschen sie den. Sag nur mal ganz kurz, was das Konzept ist. Was kriegen die Leute bei euch? Also Patreon ist so eine Seite, wo man uns unterstützen kann oder wo man allgemein Kreative unterstützen kann. Und da kriegt man dann für 4 Euro im Monat ist es bei uns so, dass man dann 4 Podcast-Folgen im Monat kriegt. Und damit finanzieren wir halt dann unsere YouTube-Videos. Und für 8 Euro kriegt man dann noch Illustrationen dazu. Wer zeichnet das eigentlich? Das ist Jannis Weber. Also Shoutout an Jannis Weber. Der wohnt in einer Holzhütte in den Schweizer Bergen und hat uns mal vor Jahren geschrieben. Die Hans Meiser, der auch ja, genau. Die wohnen auch zusammen. Ja, die malen sich immer gegenseitig. Und der hat mich, glaube ich, schon über 1000 Mal gezeichnet. Boah. Also es ist so... Ich ist ja besessen von dir. Ja, also wenn ich ihn nicht bezahlen würde, würde ich ihn anzeigen. Wir haben heute den 2.12., das wissen die Leute da draußen. Na klar. Und morgen ist der 3.12. und da können die Leute was von dir im Internet sehen. Ja, die können das heute sogar schon sehen. Ach, heute ab schon ab einer gewissen Uhrzeit. Okay, ich sag sie doch mal. Ja, sie können, oder ihr könnt ab heute mein Netflix-Special schauen. Also falls ihr Netflix habt, dann greift es darauf zu. Es gibt auch Amazon Prime. Genau, wir sind ja bei Quibi. Es gibt auch ZDF. ZDF, ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek. Auch grandiose Sachen, die viel Content bieten. Rosamunde Pilcher. Late Night Alter. Deep und Deutlich, auch eine Deep Sendung, und deutlich, die ich mal gesehen habe. Was gibt's noch? Was haben die Rentner-Cops. Die Rentner-Cops. Mein Lokal, Dein Lokal. Wilsberg. Und neuerdings auf Netflix mein Programm Tropical. Oh, okay, erstmal da. Auf was können sich die Fans freuen? Also es war echt tatsächlich ziemlich verrückt, in Zeiten von Corona ein Special aufzunehmen, weil es nicht klar war, ob wir es überhaupt machen können mit Publikum. Aber wir haben dann eine Bühne, also mit der BTF zusammen, haben wir eine Bühne gebaut, neben dem Tanzbrunnen in Köln. Also so ein Beach Club Cologne heißt das. Und da sieht man dann, es ist Outdoor und man sieht die ganze Zeit im Hintergrund den Dom und Züge und Sonnenuntergang und es ist sehr ungewöhnlich. Also wenn man das mal so gemacht hat, wenn man mal ein Stand-Up-Special draußen mit natürlichem Tageslicht gedreht hat, weiß man, warum man es lieber drinnen machen sollte. Warum? Erzähl. Da kommt, glaube ich, wenn jemand klatscht, hört man das gar nicht, weil da hinten jemand rumschreit, beim Dom wahrscheinlich. Ja, genau. Also wir mussten das auch absperren, weil bei der Probe am Tag davor sind dann immer so Leute vorbeigekommen. Hey, Sir! Das war ich. Ach so, ja, stimmt. Ich dachte mir noch, ist das eine schwangere Frau oder nee, ist das der fettschämende Zwilling? Das war der Zwilling mit dem schlecht sitzenden Pullover. Das war ich. Wie ist denn das? Ist dann Netflix auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben Bock auf dich oder hast du die angeflirtet? Die haben gesagt, ich habe dich gesehen bei Worldwide Wohnzimmer. Ja. Fand ich super damals, wie du dieses Checkst du die Ironie? Ja, erkennst du die Ironie? Erkennst du genau. Ja, die sprechen Englisch. Ja. Das ist errate alles die Ironie. Do you check it? Do you check the irony? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gefragt, hast du Lust, das für uns zu machen? Habe ich gesagt, du. Dann ging es ab. Wer seid ihr? Richtig. Was ich mich bei dir frage, ist, warum hast du denn noch keine TV-Show? Irgendwie auf Sat.1 oder RTL2, irgendwie die Hazel-Brugger-Show. Jetzt wird's deftig oder so. Keine Ahnung. Jetzt warum? Hazel schmeckt ab. Ja, wieso? Oder die Klofrau ist wieder da. Ja, warum gibt's das nicht? Warum bist du nicht im Mainstream zu Hause? Ah, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie noch nicht das gefunden, was mir so richtig Spaß macht. Und ihr wisst es ja selber, es ist manchmal zwar mehr Arbeit, was selber zu machen, aber irgendwie auch befriedigender. Das kenne ich. Befriedigung. Als Single, genau. Dafür steht Dennis mit seinem Namen. Ausverkaufte Tour. Du bist Teil der Heute-Show. Erfolgreicher Podcast. Show auf Netflix. Was kannst du eigentlich nicht? Ja, was du nicht so gut kannst, hätten wir mit dieser unempathischen Fragestellung geklärt. Ich kann gar nicht so gut bei Brettspielen verlieren. Machst du denn auch so? Ja, ich sag dann so, ups, das Spiel ist scheiße. Also ich glaube, ich bin bei Brettspielen so wie Trump, wenn er nicht Präsident wird. Oh, das ist natürlich. Ja. Damit wir auch ein bisschen deeper werden, um das Video abzurunden. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir alles zu viel wird? Jetzt kommt der Markus Lanz-Teil dieser Sendung. Warte. Lass
Lass es da also, nochmal bleiben, nochmal ganz kurz. Es gibt kurze Momente, wo es mir zu viel wird, gerade ja. Also zwischenmenschlich mhm. auch, dann, wo ich mich dann auch frage, was mache ich hier, wo ich mich ein bisschen ekle ja, vor der menschlichen Existenz. Mhm. Aber ja, manchmal ist es schon anstrengend. Aber ich glaube, wir sprechen uns dann in ein paar Monaten wieder, wenn ich 2 Monate lang nicht geschlafen habe und dann mhm. wäre ich Burnout. Gerne wieder auf Tour. Ja, das war es eigentlich schon. Weitere Fragen habe ich nicht. Hast du weitere Pläne und Ziele? Ich möchte hier nochmal hinkommen. Du kannst hier hinkommen, sicherlich. Und ich hätte den nochmal gewinnen. Den, yeah. genau. Aber in der Kategorie beste Zwillinge. Ja, da würden wir auch gerne mal nominiert sein. Das würde ja. uns reichen. Aber ich fände es geil, wenn ich gegen euch in der Kategorie beste Zwillinge mit, also meine Brüste gegen euch gewinnen. Das wäre ein Traum, so würde ich gern verlieren. Freunde, habt ihr Fragen an Hazelbrugger oder an ihr ungeborenes Kind? Schreibt diese Fragen in die Kommentare. Besucht sie natürlich auf Streamingdiensten, die wir hier nicht noch einmal nennen werden. Aber es reimt sich auf Checktits. Oder auf Eckfix. Bist du auf Tour 2021? Ja. Vielleicht, wahrscheinlich. Mit dem neuen Programm dann, also alle Leute, die schon Karten hatten für das alte Programm, das wird jetzt einfach, mhm. es wird jetzt einfach ein neues Programm. Also ihr könnt euch das Programm auch auf Netflix anschauen. Mhm. Müsst keine Angst haben, es wird nicht gespoilert. Oh, gibt's für euch eine Folge Germania mit Andrea Petkovic. Unfassbar interessant. Und unten, wer ist ein Ditte mit Kurt Krömer. Hammer Talk, Hammer Spiel. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ja, ich freue mich. In 4 Tagen noch 4-mal schlafen, Kinder. Nicht vergessen, in 3-mal schlafen die Stiefel rauszustellen. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.